Shalom, ho, hallo, willkommen zurück, Leute, bei Let's Play Pokémon Gelb, die Nuzlocke Challenge. Ja, wir müssen wieder etwas erledigen gehen. Und zwar müssen wir das VM Stärke holen gehen. Stärke bekommen wir in Fuchsania City. Und zwar müssen wir wieder zurück in die Safari-Zone. Oh ja, ich weiß, das ist eine Heidenqual für uns. Aber wir brauchen es unbedingt. So. Ja, Leute, wir haben in den letzten Parts viel erlebt und auch einiges durchgemacht. Vor allem unser Jackie Chan Pokémon ist gestorben. Unser Kikli. Nein, Nokchan, sorry. Ja, genau, so war das. Ja, so viele Pokémon wie ich will. Nur muss ich halt den richtigen Weg wieder zu diesem Haus finden, wo wir halt auch VM-Surfer gefunden haben. Das war hier entlang. Ja, okay. Ein Rihorn-Flucht. Das Rihorn will ich nicht. Und soweit ich weiß, hatten wir hier bereits schon ein Pokémon verpatzt und nicht gefangen halt. Ja, Nuzlocke-Challenge-Regeln halt. Ja, Junge, das darf ich überhaupt nicht fangen, das Nidorino. Ja, Flucht. Du bist entkommen. Wie krass, wie viele Pokémon kommen hier? Ich glaube, dann war es hier entlang. Ja. Dann ging es hier hoch. Noch ein Nidoran. Noch ein Nidorino. Nidorina. Ja. Leute, das Spiel hier ist geil. Ich muss sagen, es ist ein Tauros. So eins hätte ich jetzt schon irgendwie echt gerne. Auf jeden Fall, das Spiel ist viel, viel geiler als Pokémon Weiß 2. Wieso? Die Story ist cooler, die Pokémon sind cooler, allgemein das Spiel ist cooler. Ja, super toll, ich habe mich schon verrannt, jetzt können wir es schon sofort lassen. Ein Kangama, wieso kommen jetzt all diese geilen Pokémon? Wieso sind die nicht schon vorher gekommen? Hallo, geht's noch? Ja, Flucht. Ja, das braucht. Ja, Leute, Flucht. Ja. Kleine Unterbrechung. Nicht so wild. Geht weiter. Rasthaus. Ach ja, die Zeit ist um. Das ist das Schwierige an der Sache. Halt den Weg finden und dort hinten irgendwie ankommen. Hätte ich damals die Goldzähne nur sofort mitgenommen. Wenigstens ist hier die ganze Zeit über das Entwicklungslied, was ich recht geil finde. Ja, ja. Ein paar Vorteile muss es ja schon haben, wenn wir schon wieder hier durch müssen. Ein Owei. Owei, Owei. Ja, ein Owei wäre auch ein Pokémon, das ich recht gerne im Team hätte. Vor allem wegen der Entwicklung. Kokowai ist nämlich ein sehr, sehr starkes Psycho-Pokémon. Nicht so wie unsere jetzigen Teammitglieder, die nicht so stark mit ihren Psycho-Fähigkeiten sind. Ja, wieder ein Owei. Auf jeden Fall, es wird noch einiges hier passieren jetzt. Leute, das nervt mich übelst krass hardcore. Wieder ein Owei. Owei, Owei, Nidoran. Och, Leute, diese Pokémon kotzen mich an. Wieso kommen die andauernd? Zwei, dreimal würde wirklich reichen. Ja. So. Ist schön hier. Dann hier, hier. Okay. Schön weiter nach unten. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Ich glaube, es war hier links. Ja, hier. So, Item. Was brauchen wir nicht mehr? Superbälle, Calcium, Müll. Ja, wegwerfen, ja, wegwerfen. TM32 können wir auch wieder wegschmeißen. Wir brauchen nämlich nur ein einziges Item hier.
Und das sind die Goldzähne. Moment, kann ich hier... Wo sind die Goldzähne? Sind es etwa die hier? Goldzähne, juhu! Durchsage Gong, Gong, Gong. Die Zeit ist um. Oh, endlich! Ich dachte schon, wir würden das nie auf die Reihe kriegen. Ja, natürlich, jetzt muss ich mich natürlich noch verlaufen, weil ich wieder alles vorspulen muss, wie so ein richtiger Total-Noob. Wo war das Haus nochmal mit dem Pensionswärter? Nein, hier war es nicht. Dann war es hier. Warst du es? Gebt dem Wärter die Gold. Der Wärter setzt das Gebiss ein. Danke, Junge! Niemand hat auch nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Juhu, Yahoo, Juhu. Jetzt können wir endlich Stärke einsetzen. Ich freue mich so sehr darüber. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle. Prasla kann das lernen. Tja, Prasla, dann darfst du halt auch Surfer einsetzen. Ja, hier war das ja noch so, dass man den Pokémon das halt manuell sagen muss, dass die das einsetzen sollen. Wie keine weiteren Items mehr tragen. Was schmeißen wir weg? Was schmeißen wir weg? Wir haben nichts zum Wegschmeißen, außer Mondsteine. Mondsteine braucht keiner. Mondsteine sind useless. Was war das? Was haben wir gefunden? Ein Sonderbonbon. Das können wir ebenfalls nicht gebrauchen. Ach, die Nuzlocke Challenge ist schon super toll. Keine Items. Hurra. So, ich habe keinen Bock, den ganzen Weg jetzt drumherum zu machen. Deswegen fliege ich einfach wieder hier hin. Haha. Oh mein Gott. Wilde Trainer. Ein Tentacha. Das gibt Biss. Ein Mushas. Das gibt Biss. Und nochmal Biss. Okay. Das gibt jetzt einen Pokémon-Wechsel. Mit Pflanzinator. Rasierblatt. Wow. Pflanzinator wird jetzt so viel Erfahrungspunkte bekommen. Mein Gott. Das wird heftig. Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Was? Ein Herzinfarkt? Was? Ja, ein Herzinfarkt. Sehr gut. Pflanzinator hat ein Level Up. Glückwunsch. Was ist das für ein Haus? Was gibt's hier? Hi, hast du Hunger? Wir haben heute Burger im Angebot. Burger. Pika, Pika. Pikachu Bold, mein Junge. Ja, ich sag lieber nix zu unserem guten Freund Bolt, denn es wird nix Gutes kommen. That's what she said. Surfer! Hallo, Trainerin. Oder Trainer, ich dachte, das wäre ein Weibchen, aber egal. Ja, wir wechseln das Pokémon. Wieso geht Rasierblatt daneben? Die Attacke sollte ein hundertprozentiges Treffer Schema haben. Oh Gott, was sind diese Pokémon schwach? Ich sollte vielleicht Prasla trainieren, aber ich sehe keinen richtigen Sinn darin, Prasla zu trainieren. Der ist ja immerhin schon einigermaßen gelevelt. Ein Quapsel vernichten wir. Ein Quapuzzi, das könnte uns töten. Ist aber leider nicht in der Lage dazu gewesen. Hoho, Schwächling. Oh, ein Tentacha, Rasierblatt. Sehr gut. Hier, den hatten wir fast übersehen. Ja, was mag sich hinterm Horizont verstecken? Der Sonnenaufgang. Chuck Norris. Marcel Davis. Marcel Davis ist böse, Leute. Er verkauft alten Omas eine Internet-Flatrate, die total überteuert ist und dann noch nicht einmal mehr funktioniert. Und wenn das noch nicht schön genug ist, die Internet-Flatrate verstrahlt einen sogar und man kriegt AIDS und Krebs. Obwohl nur Krebs, aber AIDS musste ja mit dabei sein. Rankneep! Zur Abwechslung. Rankneep, wieder zur Abwechslung. Tentoxa, Rankneep, wieder. Moment. Tentoxa ist Gift. Und Wasser. Nein, eben für Federvieh. Mit Bohrschnabel. Weg damit. Federvieh ist Level 41. Geil. Ach, Leute, meine Pokémon werden so schnell erwachsen. So schnell. Ein Gold King. Dann machen wir Rankenhieb. Nochmal Rankenhieb. Bei Goldini machen die nochmal Rankenhieb und bei Quapsel dann wieder Rasierblatt, wie gewohnt. Moment, hat sich. Der hat sich jetzt aber nicht entwickelt, der Pflanzinator, oder? Ne, der ist immer noch in seinem typischen Bisa-Floor-Outfit unterwegs.
Ah, und wieder ein paar Trainer. Ein Stern, du. Töten. Noch ein Stern, du. Töten. Noch ein Stern, du. Wieder. Och, nee, wir können es gar nicht töten diesmal. Ach. So, wie viele hast du? Genau. Ja. Wir könnten jetzt auch noch ein drittes töten. Ach, es wird genau reichen. Ja. Gut. Kommt jetzt noch irgendwo ein Schwimmer? Oh, wieder ein Trainer. Der hat einen Seeper. Töten wir mit einer gewissen Attacke, die sich Rankenhieb nennt. Welches Pokémon? Evolution. Ich nehme Gopher wieder. Gopher muss ein wenig trainiert werden. Da Gopher immer noch auf Level 38 rumgammelt. Und das sollte sich so langsam mal in Level 40 rumändern. Ja, Pflanzinator hat halt keine AP mehr. Und Gopher tötet sowieso. Ein Austoss. Austoss ist nicht sehr nett. Oh je, Federvieh. Bohrschnabel. Was läuft? Beauty. Oh, Beauty ist verwirrt. Das geht doch nicht. Okay, jetzt bin ich beruhigt. Das hätte schief ausgehen können. Aber. Scheiße. Fuck. Okay, das müssen wir jetzt richtig bosshaft lösen, das Problem hier. Beauty enttäuscht mich einfach nicht. Mach mich stolz. Beauty, ja, sehr schön. Wo sind wir hier? Bitte Zinnoberinsel. Nein, die Seeschauminseln. Items, Karte. Scheiße. Wir haben immer noch einen etwas längeren Weg zu machen. Und ich glaube, wir haben uns sogar ein wenig verrannt. Ja, wir haben uns verrannt. Kacke. Ja, wir haben uns sehr böse ver. Also ich habe mich sehr böse verrannt, nicht wir. Ja, Flucht. Moment, muss ich durch die Seeschauminsel, um auf die Zinnoberinsel zu kommen? Ich weiß das nicht mehr so genau. Okay, egal, wir sind jetzt mal wieder hier in Fuchsania City, dann können wir uns die Rasselbande auch gleich wieder ein wenig heilen. Ja, sehr schön. Ja, gut, stolz auf euch. So, Pokémon, Beauty, Surfer, Flucht. Okay. Ja, es sieht wohl so aus, als müssten wir hier wieder ins Wasser, obwohl nein. Oder doch? Moment, hier kommen wir zu Austoss, oder? Nein, nicht Austoss, Arktos, genau. Wie müssen wir denn jetzt hier nochmal umhergammeln? Och Gott, schlimm, wenn man Alzheimer hat. Und das bei einer Nuzlocke-Challenge. I'm supposed to know this shit. Ja. Leider Gottes habe ich wohl in der Schule nicht so gut aufgepasst, wenn es um Pokémon ging. Oder müssen. Doch, wir müssen durch die Seeschauminseln. Wir müssen hier mal kurz durch. Obwohl, zuerst machen wir noch den Trainer hier. Denn die Erfahrungspunkte sind einfach wichtig, dass wir die haben. Sonst haben wir nämlich keine Chance gegen den Boss auf den Zinnoberinseln. Sonst haben wir echt überhaupt keine Chance gegen den. Denn auf der Zinnoberinsel erwarten uns jede Menge Feuer-Pokémon, die nur darauf warten, uns alle zu verbrennen. Vielleicht sollte ich Beauty ein wenig in den Vordergrund setzen, da Beauty hat das einzige Pokémon mit gescheiten Wasserattacken ist. Tauschen gegen Pflanzinator. Pflanzinator ist eh Level 40. Genau, deswegen brauchten wir Stärke. Hier brauchen wir nämlich Stärke. Ja, hier. Prassler setzt Stärke ein. Ja, genau so war das nämlich. Wir müssen hier. Ein Krabi! Leider Gottes nicht das erste Pokémon, das wir begegnet haben, deswegen darf ich es nicht fangen. Schade, denn Krabbis mag ich irgendwie. Sie erinnern mich immer an Krebs. Phlegmon. Phlegmon! Das wohl geilste Pokémon der Welt, Phlegmon. Phlegmon ist sowas von krass faul, dass es einfach nur geil ist. Ja, sehr schön. Flucht, bis entkommen. Bin ich jetzt auch runtergeplumpst? Ja. Ach, jetzt muss ich das hier wieder.
Leute, das nervt mich immer wieder, auf Stärke klicken zu müssen. Dun 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 dun. Ich hab keine Lust auf diesen Scheiß. Was zum Strömung? Strömung, what are you doing? Strömung, stop. Lol? What the fuck, wo bin ich hier? In Golbat, hallo Golbat. Vorsicht, gefährliche Strömung. Okay, und wie soll ich die Strömung erkennen? Felsen könnten die Strömung vielleicht umlenken. Oh Gott. Das heißt, den Stein, den ich hier runtergeschmissen habe, den brauche ich wohl oder übel, um hier ganz gescheit etwas zu replatzieren. Ja. Sehr informativ. Okay. Oh, ein Europ. Oh, hätten wir das gefunden, das wäre geil. Die können nämlich Aurora strahlen, sobald die zu Yugong werden. Ja, hier habe ich gefällt. Dann gehen wir mal hier hoch. Kommen wir hier zu einem Exit? Bitte ein Exit hier. Dun, 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 dun. Ein Kingler! Bis, mein Junge, bis! Damit du auf Haut gebissen wirst! Leute, wo muss ich hier hin? Ich hab echt gar keine Ahnung. What the fuck, hier war ich doch schon. Oh Mann, diese scheiß Höhlen. Immer das gleiche bei Pokémon. Es ist kommen, ich baue hier alles neu um und irgendwie am Ende bin ich dann doch irgendwie falsch. Ist dir das kommen? Ich habe so ein böses Gefühl. Das wäre nämlich total kranker Bullshit, wenn ich irgendwie durch Zufall trotzdem an das richtige Resultat kommen kämen würde. War ich nicht schon hier? Oh Gott. Ja, wir haben wir's denn bald. Könnte die ja erst alle besiegen, aber keine Lust. Moment. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Moment, hier war ich noch nicht. Nein? Okay, den Felsen hier, den pushe ich jetzt mal. Oh Gott. Ein Yugong, wenn man vom Teufel spricht. Flucht, ja. Das Ganze hier zerrt bereits an meinen Nerven. Mal hier hoch. Mal hier war ich doch auch schon. Oh Gott. Die Höhle ist verteufelt, verrucht, böse. Und es tauchen mir viel zu viele wilde Pokémon auf, die ich leider besiegen muss, da die Nuzlocke Challenge es mir verbietet, irgendwelche Pokémon zu überspringen. Ja, haben wir es denn gleich? Moment, war ich schon hier? Hier ist kein Felsen mehr, also war ich wohl schon hier. Wieder ein Europ. Von dort kam ich. Auch schon begegnet. Moment. Hier ist mir neu. Dann töte ich dich eben, Krabi. Ist jetzt zufrieden. Ein Golbat. Flucht. Vielleicht hier runter. Ein Moment. Moa, nee. Moment. Es kann das sein? Kann es sein, dass ich jetzt endlich den Ausgang gefunden habe? Ist es möglich? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Ich habe den Ausgang durch puren Zufall gefunden. Bin ich nicht gut oder bin ich gut?
Ich bin einfach der Allergeilste. Naja, Leute, vielen Dank, dass ihr bei diesem Part so viel Geduld habt mit den Zinnoberinseln. Also mit der Zinnoberinsel, was rede ich denn da für eine Kacke? Mit den Schauminseln und in der Safari-Zone. In diesem Part haben wir nicht sehr viel erlebt, aber wir haben das Nötigste gemacht. Also sage ich mal, danke Leute, bis zum nächsten Part, wenn es wieder heißt Rice Let's Play Pokémon Gap, die Nuzlocke Challenge. Ciao, Leute!